Herzlich willkommen zu einer neuen Serie auf Weeble Games Review. Mein Name ist Rektalin und ich präsentiere euch die erste Folge aus die Straßen von Chicago. Wir sind schon mitten auf dem Weg zu unserem ersten Ziel. Und zwar wollen wir uns in die Privatsphäre eines der Bewohner von Chicago hacken. Kann euch schon sagen, es lohnt sich auf jeden Fall. So, mal in den Hinterhof parken. Da erwarten uns schon zwei nette Damen. Ja. Die Konspirationstheorien sind auch hier nicht fern. Jetzt müssen wir natürlich schauen, dass wir erstmal die Sicherheitssysteme überbrücken, die das Subjekt, sage ich jetzt mal, installiert hat. Es sind insgesamt zwei Knotenpunkte. Einer ist da oben. Jetzt sehen wir, wie sich da alles blau färbt. Müssen wir nur noch den nächsten Punkt finden. Jetzt geht's weiter Richtung eigentlichem Haus und Ziel. Also mit der Kamera scheint es nicht zu gehen. Jetzt aber. Augen asymmetrisch, Nase ein bisschen groß. Schöne Brüste könnten größer sein. 3 von 10 fick ich nicht. Okay, Wangenknochen zu tief. Sehr kleine Hände. Oh, in dem Shirt sieht man gar keine Brüste. 2 von 10 fick ich nicht. Hübsch. Schöne Haare, siehst ein bisschen klein aus, aber nettes Styling. Die Haut sieht ganz gut aus. Netter. 5 von 10 fick ich im Notfall. Meine Güte! Ah. Dankeschön. Ja, das ist ekelhaft. Ja. Oh, hallo. Ja, ich sehe dich. Ja. Ah. Oh. Vielen Dank dafür. Muss ich das sehen? Tja, da hat mal einer objektiv bewertet, würde ich sagen. Als Dank dafür habe ich ihm sein Bankkonto leergeräumt in dem Moment. Jetzt würde ich sagen, das ist auf jeden Fall was, worüber man mal nachdenken kann. Habt ihr vor allen Dingen den kleinen Kinderwagen in der Ecke gesehen? Ein Hammerkerl hier. Nur Freakbobs hier unterwegs. Der andere hier eben auch kauft Kondome. Ja, brauchen wir erstmal was, um unsere Nerven zu beruhigen, nachdem wir das gesehen haben. Das ist das Schöne an Watch Dogs. Jeder hat im Grunde genommen so eine kleine Geschichte. Und das ist unheimlich spannend. Ich würde sagen, wir gönnen uns einen Drink und steigen aus der Folge aus. Freut euch auf die nächsten Folgen mit mehr Chaos oder weniger. Wir werden sehen. Feedback würde ich gerne hören. Bis dahin sage ich, ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.